Herzlich willkommen zu Ghost Story, einem kleinen, ja eher kleinen Spiel, zumindest laut Beschreibung. Das Spiel ist sehr ja, storybasiert und ansonsten mehr so die Art Walking Simulator. Also nichts mit Kämpfen oder sonst irgendetwas in der Art. Aber schauen wir doch mal rein. Ja, der Step hier. Okay, wir können schon direkt anfangen. Ja, das Spiel spielt eigentlich komplett auf dieser Insel. I've been doing my best to keep the grounds clean. Source of happiness, likened to keeping my sock drawer organized while the rest of the room is a catastrophe. Nice to have a small corner of cleanliness and order in the world. What? Haven't yet found the words to describe what's happening out there. Descriptor aside, my memory of the land beyond the water might be out of date. Supply boat is 2 days late. Telltale sign that things have only gotten worse. Kara haunts me in a kind way. That was her way. Only fair that her memory does the same. We'll have to write more about her. Make this her extended epitaph. Note, cloudy today. Cloudy forever. Ja, ich muss mal kurz. Was jetzt? Wow, super. Also ich sehe es kein Menü, sondern man beendet das Spiel gleich komplett. Wahnsinn. Na gut, dann nochmal. Ja, ich wollte gucken, ob es ein Menü gibt, aber offensichtlich nicht. Na, das ist echt. Ja, ich hasse Spiele, die sowas machen. Na gut, okay. Gehen wir nochmal los. The 5th of September 2008. Ja, das Spiel spielt offensichtlich in der Vergangenheit. I've been doing my best to keep the grounds clean. Source of happiness, likened to keeping my sock drawer. Ja, und dieser Mann, der hier halt irgendwas jetzt erzählt. Über sein Leben. Offensichtlich lebt er hier auf der Insel, weil er irgendwas erzählt von Supply Boat. Dass irgendwelche ja, Essen und so weiter vorbeibringt. Und dann gibt es da noch Kara, aber so wie sich das liest, ist sie offensichtlich tot, denke ich mal. Okay, dann lass uns mal ein bisschen schauen. Was ist das denn? Sieht mehr merkwürdig aus. So was rein. Wie? Also hier komme ich nie weiter. Was ist denn da? Hä, wieso? Ist das Teil dein? Ich komme da nicht weiter. Okay. Sehr merkwürdige Collision Box. Ja auch. Was ist denn das? Bleib immer irgendwo hängen. Häng ich hier an dem Busch fest? Okay, ich weiß immer noch nicht, was das sein soll. Ich sehe auch keinen Eingang, wie man reinkommen könnte. Okay. Naja, mal weiter schauen. Ja, also wie gesagt, ein Walking Simulator, ähnlich wie. Ja, was gab's denn da? Die Esther. Was gab's noch? Esther One ist das, glaube ich. Everybody's Gone to the Rapture. Wow. Eigentlich ein Genre, was ich schon gerne spiele, aber ja, muss halt auch gut gemacht sein. Und ja, ich habe das Gefühl, wir spielen einen sehr alten Mann, also. The 6th of September 2008. Still nothing. I've taken to shooting up flares whenever I see light on the horizon. It's never close enough to see its source, only a soft, distant glow. The flares are gambling. Whether or not I want the light's attention is unknown. Cutting back on food consumption, certain
Many elsewhere are doing the same. Power issues on the island are nagging at best, but a welcome distraction. Something to get me outside. Take it up sketching to further my distraction. Was never very good at it, throwing everything away after completion. Who am I afraid might see them? Na gut, bisher noch nicht so viel Interessantes gesagt. Aber so wie ich das verstanden habe, gibt es offensichtlich noch andere auf der Insel. Was ist das da? Ist das ein Leuchtturm? Ja, wobei, ich weiß nicht. Ein bisschen komische Position für einen Leuchtturm. Also direkt vorm Berg. Ja, also wie gesagt, ich glaube, wir spielen einen sehr alten Mann, weil er geht sehr langsam und keine Ahnung, wie man schneller läuft. Gibt ja auch kein Menü oder so. The 7th of September 2008. Wondering if I'll ever get a day that Kara's face doesn't cross my mind. Not a memory or a moment, just her face. I spent a lot of time wishing that she would leave me in peace for a while. Writing this, I realize that I hope she never does. Birds have been making for okay company. Beggars can't be choosers. Reminder, look into generator issue. Give it a good kick, nothing else. There's a new glow on the horizon. It's been there for hours. Something about the way it lingers compels me to let the flare gun rest. Nothing overtly troublesome about the glow, but it still feels better to let it stay there than be here. Found extra food stores. Treated myself to a feast. Okay, erzählt wieder von Kara. Intended, die mir immer in den Kopf herumschwirrt. Ja, und ansonsten halt hier, er guckt sich den Generator an. Und er hat irgendwas am Horizont gesehen, irgendein Leuchten. Ja, es geht sehr langsam voran und es ist sehr regnerisch. Ach so, ist noch ein Baumstamm. Na gut. The 8th of September 2008. Bird songs annoyed me today. Must mean I'm getting grumpy. Will motivate self to go for a run tomorrow. Exercise some inner demons. Extra food consumption will be well worth improved mood. What else is there to strive for? Okay. Die Vögel haben ihn genervt und er ist laufen gegangen. Ja, das sind übrigens die Texte aus diesem Journal von dem Mann, aus dem Journal. Die wir dann halt vorlesen, wo ich das verstanden habe. The 9th of September 2008. Started digging a hole today. Knee was acting. Okay, er hat Loch gegraben. Und er weiß noch nicht, wofür. Not sure of hole's purpose yet, other than exercise and sense of accomplishment. Takes me back to boyhood. Parents tried to convince me that the world was too big to dig through the other side. I wouldn't listen. Surely I could at least hit magma, scoop some with a funny, those aspirations. Island's power issue has turned from nuisance to mystery. Equipment is fine, but found evidence of something tampering with the generator. Box of bolts was not. Und er erzählt halt, wie früher als Kind, wie seine Eltern gesagt haben, die Welt ist zu groß zum Durchgraben, aber er wollte nicht aufhören. Erinnert mich ein bisschen daran, wie ich früher war. Naja, aber noch nicht so viel Interessantes, was er sagt. Halt viele Nebendetails. Hat ein bisschen was von einer sehr langsamen Fahrt. So eine Themenfahrt durch einen Freizeitpark. Man fährt durch, hört ein bisschen was, sieht ein bisschen was. Theoretisch könnte das ja auch automatisch ablaufen.
Und die bräuchten mich gar nicht. The 10th of September 2008. Need to be writing more about Kara. Each time I put pen to paper for her, I fall to something easier. Strange how it's so easy to write about things big as an island, difficult to define a person. That's it. Definition. Great place to start. Kara. Verb. Always in present tense. To illuminate people from within. To endear. Okay, ging wieder um Kara. Geht's hier weiter? Was ist das denn? Ein Ladebildschirm. Ja, eher ein ruhiges Spiel. Bisher gab es noch nicht viel zu entdecken. Eigentlich muss man nur langlaufen, um den Text zu hören. Was bisher ein bisschen schade ist. The 11th of September 2008. Took soil from hole and left it on the floor surrounding generator. Hoping to catch animal tracks. Nothing more. Go down and check immediately after next power loss. Kara, adjective. Kind to a fault. Lazy in the mornings. Ja, immer noch nichts Interessantes. Beyond the stars. Hat ein bisschen was von Kara erzählt. Okay, da geht's nicht weiter. Was denn? Okay. Schienenlanglaufen kann zu Problemen führen. Ja, grafisch ist das schon sehr schick. Das muss man mal so sagen. Wie gesagt, das ist bisher ein bisschen wenig zu erforschen. Hier geht es wahrscheinlich auch nicht weiter, oder? Oder doch? Nein. Es geht immer nur einen Weg und irgendwas nachzugucken, das ist bisher auch noch nicht. Aber vielleicht kommt das noch. 12. September 2008. No loss of power in 3 days since I laid out the soil. Okay, hier haben wir wieder nicht die Elektrizität ist nicht wieder ausgefallen. Tough work to do without the benefit of a therapist. Defining the pain should come first, I suppose. Was a pain like realizing a theory to be truth? Truth being, man is only a blink on the face of eternity. Kara, noun. An only child. Born to parents that had fallen into, through, and out of love. Also Kollisionsabfragen sind echt sehr merkwürdig hier. Irgendwo bleibe ich hier hängen. Ob ich an dem Stein da hängen bleibe, der noch 10 Kilometer entfernt ist, keine Ahnung. Ist das ein Hantel? Nee, Räder vom Minenkart. Ja, hier geht's mit der Kollisionsabfrage. So, was liegt da? Ein Seil? Nee, sieht aus wie ein Schlauch. The 13th of September 2008. Finally, another power flicker. Strange how I was almost looking forward to it. Seemed to pulse in Morse code. That was just the wishful thinking of a lonely man. Letters were nonsense. Most frustrating of all, no prints in the soil. Maybe saw a single scrape on periphery, but that could have been from my own boot. Have to pay closer attention to state of soil this time. Didn't like yesterday's definition. Was a bad day, I guess. Trying again. Kara, für immer ein 8 Jahre altes Mädchen in die Augen des Vaters. Okay, ist das seine Tochter dann, oder? Könnte seine Tochter sein. Naja, und dann hat er erzählt, wie er halt den Soul da, also diesen Boden quasi ausgelegt hat. Und hat geguckt, ob da Fußspuren drin sind. In der Nähe vom Generator. Ob sich da einer zu schaffen macht oder so. So wie ich das verstanden habe. Boah, was ist das denn für ein starker Bass hier auf dem linken Ohr? Okay. Ja, das erinnert mich jetzt schon an die Esther. In dieser leuchtenden Höhle. 14th of September 2008.
given up on the hole. It was a good distraction while it lasted. Thinking of putting something special at the bottom and filling it in. Buried treasure that maybe only I will ever know of. Enjoyed a campfire last night on the bluffs. That's but I think it will be my last. Something feels wrong. Okay, er erzählt wieder von dem Loch und damit hat er jetzt aufgehört. Das sieht aber jetzt nicht natürlich in Ursprungs aus. Hm, na gut, mal weiter schauen. Okay, hier kommen wir irgendwo rein, da verlaufen Rohre entlang. Dann wollen wir mal das Geheimnis dieser Insel und seiner Geschichte lüften. Aber grafisch, wie gesagt, wirklich echt schick. Ein sehr ruhiges Spiel. Was ist das für ein Atmen? I'm afraid they might be on the island. Can't imagine how. Having to lock all doors. Soil around generator had a second drag mark, but nothing else. We'll have to write faster. Kara. Okay, er hat Angst, dass die auf der Insel sind. Wen genau er meint, sagt er nicht, aber er will die Türen abschließen. Und die Erde am Generator hat halt irgendwelche Markierungen gehabt, dass da was verschoben wurde oder so. Okay, hier ist eine Statue. Feuer. Jo. Und Fässer. Ansonsten. Da scheint es nicht weiterzugehen und da ist noch mehr Feuer. Es gibt übrigens zwei Spiele auf Steam. Eins heißt Ghost Story, also was wir jetzt spielen. Und eins heißt Ghost Story. Da muss man aufpassen. Hat mich erst ein bisschen verwirrt, weil ich davon ausgegangen bin, dass das Spiel Ghost Story heißt. Aber es heißt Ghost Story. Gut, also am Feuer hat es ziemlich geruckelt. Und deswegen mal weiterschauen jetzt. Mal gucken, wann er wieder anfängt zu erzählen. Oder vorzulesen oder wie auch immer. Also man kann sich nicht selbst sehen. Wir haben keine Füße. The 16th of September 2008. I've been falling down on the job, letting the condition of the grounds deteriorate. Didn't even realize it. Started cleaning up again. Felt good. Also took a trip down to the caves. Shouted a bunch for the sake of hearing my own echo. It was fun. Ging erst zu den Höhlen gegangen und hab sein eigenes Echo gehört und das fand er toll. Okay, hier geht's. Hier ist die Strecke zu Ende, die Schiene. The 17th of September 2008. Saw something in the caves. Something. Wasn't threatened or scared. Okay, hat irgendwas in den Höhlen gesehen. Yes, I'm getting bold. Or reckless. I am well aware that too much solitude can breed hallucinations. I have full confidence that I will not be going crazy anytime soon. I'm smarter than that. Still no sign of them. Why am I being left alone? Perhaps they're simply here on holiday. Beginning to question if they're here at all. Now what was I saying about not going crazy? After seeing more movement in the cave, went down to the beach and made a little sand castle. Far enough out that the tide will come and take it soon. I think I'll keep making them like that. Washed away each day. A clean canvas for a new design. I like to think the people in those castles are sailing away instead of drowning. Okay, hat wieder irgendwas in den Höhlen gesehen, aber war sich wohl noch nicht so ganz sicher, ob seine Einsamkeit irgendwelche Halluzinationen hervorbringt. Aber er war der Meinung, nein, was nicht. Dann ist er zum Strand gegangen, hat Sandbogen gebaut, ja. Okay, was ist denn? Das sieht interessant aus.
Nee. Hm. Hat ein bisschen Lost Feeling. Wegen der Insel muss man erforschen, was da vor sich geht. Und der Mann ist weiter ordentlich am Schnaufen. Ja, ich fühle mich auch wirklich so wie auf den Schienen. Müsste nur noch automatisch ablaufen. Dann passt das. Eigentlich ein gutes Sinnbild mit den Schienen. Ein bisschen links und rechts gucken. Und weiter geht's. Ah, das ist echt extrem langsam, aber ja gut. Es ist auch ganz gut, dass man hier nicht durchrennen kann, aber das ist schon ein bisschen sehr langsam. Beziehungsweise, ich würde die nicht hier durchrennen. Aber wie gesagt, das ist sehr langsam. Hier nochmal nach links schauen. Ah, schön. Okay, weiter geradeaus. Die Musik ist auch sehr passend. Auch nicht schlecht. The 19th of September 2008. Observation. I don't take enough deep breaths anymore. It's remarkable how helpful they are to one's mood. Also haven't been closing my eyes other than to go to sleep. Another simple and lovely addition to my morning, noon, and night routines. Sandcastles are getting more intricate, using sticks and cloth for flags, pebbles for people. Slightly regretful that they're swept away each day, but ja, er sagt, er will morgens nichts Trauriges schreiben. Ansonsten, ja, nichts Spannendes. Er erzählt, wie er Sandburgen jeden Tag baut, die dann weggetrieben werden von den Wellen. Ja, das war es eigentlich. Ziemlich große Höhlenanlage und ziemlich viele Fackeln. Ich meine, so Fackeln, die brennen ja auch nicht ewig. Das heißt, jemand muss hier alle paar Tage sämtliche Fackeln erneuern. The 21st of September 2008. Ha! Just read last line of last entry. I skipped a day entirely. So, technically, didn't write anything sad. Käfig. And can go right back to behaving glumly. Still, I will honor the spirit of my promise. I don't feel very sad anyway. It's a warmer day. The birds are getting more comfortable with me. They hop a little closer with each day. Okay, er fühlt sich nicht mehr so traurig, sagt er. Part of this island. Carol, adjective, of or pertaining to. Da ist irgendwie ein Eingang oder Ausgang, je nachdem, wie man sieht. Und da scheint es rauszugehen aus der Höhle.